Willkommen zurück bei Undertale. Ja, noch etwas verschnupft, aber das passt ja in diese kalte Gegend. Wir sind in Edward Snowden. Okay, der war schlecht. Ja, wir gucken uns Snowden heute mal ein bisschen an. Also das wird heute, passend zu meiner Erkältungsstimme, wird das heute ein richtig schöner Vorlesepart. Denn wir werden uns natürlich mit allen Bewohnern mal so ein bisschen unterhalten. Das ist natürlich perfekt, wenn man erkältet ist und super toll abgespackte Stimmen auf diese Art und Weise nachmachen kann. Ja, ich freue mich darauf, mit den Einwohnern mal hier ein bisschen zu plaudern. Zum Beispiel mit dieser netten Dame, die dieses kleine, niedliche Häschen hier ausführt. Hallöchen, werte Dame. Würden Sie... Du redest nicht mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Du redest mit mir. Ja, sag ich doch. Ach, ist meine kleine Cinnamon nicht so süß? No. Bonbons sind so hinreißend. Ach, ja. Ja, da hast du recht. Die Lady da drüben. Irgendetwas an ihr verstört mich. Ja, da gebe ich dir recht. Was haben wir denn hier? Möchtest du nicht mit der anderen Seite der Stadt reden? Tja, dann versuche die Unterschneetunnel. Sie sind ziemlich effizient ausgelegt. Okay, cool. Oh, guck mal, hier wird Weihnachten gefeiert. Ist das nicht ein super toller Weihnachts-Special-Part? Hallo, Herr Bär, wie geht es Ihnen denn? Boah. So geht es ihm. Schreckliche Teenager haben einst ein Monster, ein lokales Monster hier gequält, indem sie seine baumartigen Hörner dekoriert haben. Also haben wir dem Monster Geschenke gegeben, damit es sich besser fühlt. Nun ist es eine Tradition, Präsente, Geschenke, wie auch immer, unter einen dekorierten Baum zu legen. Und das ist die Geschichte von Weihnachten. Dankeschön, Herr Bär. Na, wer bist du denn? Du siehst doch richtig freundlich aus. Du hast keine Arme, das ist ganz schön schlecht. Yo, you're a kid now, you're a squid now, you're a kid, you're a squid, you're a kid, you're a squid, you're a kid, you're a squid, you're a kid, you're a squid. Und das kann ich erkennen, weil du ein geschreiftes Shirt trägst. Okay. Hallo, Herr Brauner Bär, wie geht es Ihnen denn? Diese Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es ein Problem gibt, kommt ein Skelett und erzählt einer Fischlady davon. Das nenne ich Politik. So sollte das hier bei uns auch laufen. Das fände ich auch besser. Ja, Hallöchen, na, wie geht's dir denn? Ach, jeder lacht ständig und macht Witze. Um zu versuchen, unsere modernen Krisen zu vergessen. Dreariness, Crowding, Lack of Sunlight. Das sind wirklich schwerwiegende Probleme. Ja, das Sonnenlicht fehlt, das ist tatsächlich wahr. Ich würde ja mitmachen, aber ich bin einfach nicht besonders witzig. Ja, du siehst irgendwie ein bisschen traubig aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst schon positiver aus, nur mit deinen komischen Kreuzaugen. Wir alle wissen, der Untergrund hat seine Probleme, aber wir lächeln trotzdem. Warum? Wir können nichts machen, also warum deswegen mürrisch sein? Da hast du recht. Okay, was haben wir denn hier? Beziehungsweise wollen wir erstmal, bevor wir in die Library gehen? Nicht Library? Okay, gut. Ja, vielleicht sollten wir uns dann erstmal ein bisschen genauer umschauen. Gehen wir doch mal zum Beispiel hier durch diesen wunderbaren Edward Snowden Tunnel hier. Och nee, lass mal. Vielleicht doch nicht, weil so weit will ich lieber noch nicht gehen. Aus bestimmten Gründen. Ja, dann gucken wir uns mal, ich würde mal sagen, bevor wir in Grillbys reingehen, gucken wir erstmal, was es hier oben gibt. Wir schauen Snowden heute mal ganz normal an. Es wird heute wahrscheinlich nicht so viel Fortschritt geben. Wir gucken uns einfach mal Snowden an, wie gesagt. Und hoffen, dass wir dabei ein bisschen was kennenlernen. Hoia! Das nenne ich Training. Wow, heftig. Heftige Trainingseinlage. Was ist mit dir? Bist du ein Stein mit einem Schnurrbart? No. Ah, wieder jung zu sein. Dann würde sich die Welt bestimmt ohne grenzenlos anfühlen.
Ja, lass uns Monster und Schnen spielen. Okay. Mach ich das nicht die ganze Zeit? Du wirst mich aber nicht wieder zu einem Schnenschen machen, oder? Okay. Nimm mal diese Steine. Ach ja, was für ein schönes Anklopfen. Wenn ich nicht antworte, werde ich es vielleicht wieder hören. Soll ich nochmal klopfen für dich? Okay. Ah. Meine Geduld belohnt mich. Komm, ich kann auch nochmal anklopfen. Ah. Nochmal? Boah. Ja, da haben wir doch jemanden sehr glücklich gemacht. Und das an Weihnachten. Das ist doch wunderschön. So muss das doch auch sein. Gut, gehen wir erstmal wieder runter. Und schauen uns mal die Library mal ein bisschen an. Die Bücherbrei, sozusagen. Die Bücherbrei, genau. Was haben wir denn hier? Während Monster meistens aus Magie sind, ja, sind Menschen meistens aus Wasser. Das ist richtig. Schnenschen meine ich natürlich. Schnenschen mit ihren physischen Formen sind viel stärker als wir. Aber sie werden niemals die Freude erfahren, sich selbst durch Magie auszudrücken. Bullet Pattern Birthday Card, das ist richtig. Das werden wir nie bekommen. Ach, ihr Monster, ihr seid uns weit voraus. Okay, weil sie aus Magie bestehen, sind die Körper der Monster mit ihrer Seele verbunden, sozusagen. Wenn ein Monster nicht kämpfen will, verschwächt das seine Defensive. Und je bösartiger die Absichten unserer Gegner sind, desto stärker sind ihre Attacken. Wow. Also, desto stärker werden die Attacken der Menschen sie verletzen, sozusagen. So, entschuldigt. Dafür, wenn eine Seele, eine kraftvolle Seele zuschlägt, die Absicht hat zu töten, lass uns das Kapitel hier beenden. Ja, da wir keinen Genocide Run machen, ist das auch eher unwichtig. Aber tatsächlich, ja, unsere Intention im Kampf, die hängt davon ab, wie so ein Kampf läuft. Monster History Part 4. Fürchtet die Schnenschen nicht länger. Oh, nee. Halt. Die Schnenschen nicht länger fürchtend, sind wir aus unserer alten City raus. Home. Unsere alten City, genau. Unsere alten Stadt. Wir trotzten rauer Kälte, feuchtem Sumpfgebiet und sengender Hitze. Ja, bis wir das erreicht haben, was wir heute unsere Hauptstadt nennen. New Home. Ja, unser König ist wohl ziemlich schlecht im Namen mitgeben. Ach, King Hakinian, du bist einfach schlecht. Gut, mal hier. Liebe, Hoffnung. Und, Compassion ist, glaube ich, so eine Art, Mitleid ist Compassion, oder? Compassion ist, glaube ich, Mitleid. Das sagen die Leute, daraus sind die Seelen der Monster gemacht. Okay, aber die absolute Natur der Seelen ist unbekannt. Nach allem haben Schnenschen bewiesen, dass ihre Seelen diese Dinge nicht brauchen, um zu existieren. Wow, wir haben also heute viel über Schnenschen und Monster gelernt. Ach, ich liebe es, an der Zeitung zu arbeiten. Gibt so wenig zu erzählen, zu berichten, dass wir sie einfach mit Comics und mit Spielen füllen können. Das ist wahr, das geht immer. Das wird auch am meisten geklickt. Oh cool, das kann ich sogar mal richtig übersetzen momentan, weil ich bin ja erkältet. Aber ich werde jetzt trotzdem kein echtes Husten mehr. Nein, keine Sorge. Du weißt, so richtig, richtig schön schleimige Brocken jetzt hier aushusten bei diesem Let's Play. Es tut mir leid. Ja, als ich jünger war,
gaben mir meine Lehrer Wörter suchen und ja, okay. Und ich dachte, sie wären Zeitverschwendung. Aber schau mich jetzt an. I am number one. Okay, sie ist Nummer eins. Wörter suchen, Wortsuchen, Erschafferin im gesamten Untergrund. Wahnsinn. Das ist ja heftig. Was ist mit dir los, Glubschauge? Dieser Ausdruck in deinem Auge. Du bist jemand, der Probleme hat, Kreuzworträtsel zu lösen, richtig? Ja. Woher weißt du das? Willkommen in der Library. In der Bücherbrei. Ja, ich weiß, das Schild ist falsch geschrieben. Na, wenn du es weißt, warum behebst du es dann nicht? Oh, guck mal. Post ist angekommen. Bei mir leider nie. Wenn ich was bestell, kommt es irgendwie nie an. Danke, werte Post. Vielen Dank, werte Post. Entschuldigt. Oh mein Gott, es ist ein Briefkasten, der mit lauter ungelesenen, Junkmail, wie kann ich das über, halt, ja, Werbung und solchen Dingen halt überquillt. Also wir haben einen sehr unordentlichen Postkasten und wir haben einen sehr aufgeräumten Postkasten. Und auf welches dynamische Duo von Undertale könnte das denn hinweisen? Diese Mailbox ist mit Papyrus beschriftet. Möchtest du reingucken? Ja, natürlich. Es ist leer. Ja. Also Papyrus und Sans sind tatsächlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Skelette, wie ihr seht. Der eine sehr, sehr unordentlich, der andere überordentlich. Kann man kaum glauben, dass die beiden sich verstehen. Aber sie verstehen, es sind halt Brüder. Da versteht man sich schon mal. Aber Leute, da möchte ich jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht hin. Ich muss jetzt mal gucken. Es gibt hier natürlich noch Grillbees. Und da gibt's auch noch, ihr seht es, da gibt's einiges zu erzählen. Wir gucken uns Grillbees doch mal ein bisschen genauer an. Guckt mal, hier sehen wir sogar Gegner. Die Gegner, gegen die wir gekämpft haben, die wir verschont haben. Ja, sind wir nicht nett? Ich frage mich auf einer neutralen Route, wenn du sie killst. Dann sind sie wahrscheinlich alle nicht hier. Wie es dann wohl in einer neutralen Route hier aussehen würde. Okay, der Lesser Dog spielt Poker gegen sich selbst. Und es sieht so aus, als würde er verlieren. Oh mein Gott. Dann haben wir den Greater Dog. Der ist völlig wahnsinnig geworden. Dann haben wir den Typen. Und er will ein Stachelhalsband, um seine Persönlichkeit zu zeigen. Der ist großartig. Und dann natürlich, ja, dieses nette Ehepaar hier noch. Du passt besser auf, wo du dich hier hinsetzt. Kid. Squid. Okay, wenn dieser große Typ hier reinspringen wird und dir jede Menge Liebe und Aufmerksamkeit geben wird. Okay. Na dann. Ist Schnenschenfutter nicht anders von als Monsterfutter? Ja, scheinbar schon, oder? Das findest du ekelhaft? Ach so, weil du ekelhaft findest, willst du es mal probieren. Okay, was ist mit dir los, Häschen? Du bist ja völlig fertig hier. Ach, egal, wo ich hingehe. Das ist immer dasselbe Menü, immer dieselben Leute. Hilfe, ich möchte neue Drinks. Und heiße Typen. Oh mein Gott. Ich stehe nicht zur Verfügung. Hallo Pferdchen, wie geht's dir denn? Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Okay, die Hauptstadt wird immer voller. Also habe ich mich entschieden, hierher zu gehen. Was? Nein, Quatsch. Die Hauptstadt wird immer voller. Also habe ich gehört, sie wollen von hier weggehen. Oder wollen sich hier bewegen irgendwie. Okay. Ich möchte nicht die Löschung unserer Kultur erleben.
definitely want to see some city slickers slip onto their butts. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das jetzt am sinnvollsten übersetze, aber auf jeden Fall hat der Kerl wohl ein Problem mit Überbevölkerung hier. Hey, wie geht's dir denn, Grilby? Alte Socke. Grilby sagt, er würde dir ein Glas Wasser anbieten, aber er rührt das nicht an. Naja, Wasser solltest du eher nicht berühren, das ist schon richtig. Wie geht's denn hier den Angry Birds? Diese Hunde hier sind Teil der königlichen Garde, der Eliteeinheit, die von Undyne angeführt wird. Sie ist ziemlich rau, laut und verprügelt jeden, der in ihren Weg geht. Kein Wunder, dass all diese Kinder hier so wie sie sein wollen, wenn sie wenn sie erwachsen sind. Okay. Ah, okay, und du willst wieder Weiber aufreißen hier? Ja, natürlich sind auch jede Menge Fische im Wasser, ist doch klar. Nun, ich meine das ernst. Du möchtest mit einem Fisch rummachen. Gut. Tschüss. Wenn ich dich nicht interessiere. Ach ja. Tja, so haben wir jetzt Grilbys mal kennengelernt. Hier kommen wir ja leider nicht durch. Also durch die Tür da oben können wir nicht. Wir können uns mal die Jukebox hier vielleicht nochmal anschauen. Oh, kaputt. Na super. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ja, das ist Grilbys. Also ihr seht, Snowden hat so einiges zu bieten. Können wir hier durch diese Tür? Nee. Können nur mit dem richtigen Hasen hier reden. Dann würde ich mal sagen, speichern wir hier nochmal. Okay. Und dann würde ich es, denke ich, auch für heute schon gut sein lassen. Denn im nächsten Part könnte es noch etwas spannender werden. Denn dann werden uns die Mysterien offenbart. Die Mysterien, was sich wohl in diesem Haus hier befindet. Oder diesem. Oder diesem.